Ja, starten wir mit frischem Elan in den zweiten Seminartag. David Dürr wird heute die Eröffnung machen. Er hat gestern bereits gesprochen über Sein und Sollen und wird heute daran anknüpfen und wird nun erläutern, wo das Recht eben anzusiedeln ist, beim Sein oder beim Sollen, in seinem Vortrag Die Rule of Law und die Physik des Rechts. Professor Dr. David Dürr. Guten Morgen, meine Damen und Herren, meinerseits auch. Es freut mich, dass wir jetzt da anknüpfen können an gestern. Ich sehe schon, in welche Richtung es gehen wird, wenn ich an die angeregten Diskussionen gestern Abend an der Bar denke. Wir kommen wahrscheinlich genau zu diesen Themen. Vorweg noch etwas. Damals an der Mises-Konferenz in München wurde ich verschiedentlich noch gefragt, ob ich noch Vorräte dieses Büchleins von mir habe, Staatsoper Schweiz, wenige Stars, viele Statisten. Ich habe jetzt hier noch zwei Exemplare. Ich wurde gestern schon gefragt, also falls jemand interessiert wäre, zu, je nach Standpunkt, den man dazu einnimmt, günstigen Bedingungen von 20 Euro. The Rule of Law und die Physik des Rechts. Auf Englisch deshalb The Rule of Law, weil dieser Begriff sehr bekannt ist, sagen wir, in der Juristerei, im Staatsrecht als Etikette oder als Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Wir werden darauf zu sprechen kommen, auf diese Rule of Law einerseits, und wir werden dann über die Physik des Rechts sprechen. Da spürt man vielleicht schon, dass möglicherweise Recht nicht so sehr zum Sollen gehört, als zum Sein. Das wird das Thema sein heute. Es soll uns ja dann die Möglichkeit geben, im generellen Thema dieser Tagung, nämlich von der Theorie zur Praxis, genau diesen Schritt möglichst nachvollziehbar tun zu können. Vom Theoretisieren, das war gestern vielleicht eher im Vordergrund, hin zur Praxis, da ist der Schritt selbst, was Praxis dann ist, auch ein hochinteressantes Thema. Das ist diese Dualität, die wir gestern angetroffen haben, eine simple Ausgangslage. Wir haben da irgendwie auch diese verschiedenen Spannungsbeziehungen. Irgendwie, wenn wir es jetzt ein bisschen mehr aus der Optik des Betrachters anschauen, haben wir vielleicht das Subjekt, das dem Objekt gegenübersteht. Wir haben ein Reflektieren über Dinge. Auf der anderen Seite den Anlass, über den wir reflektieren. Wir haben ein Erkennen auf der einen Seite und den Gegenstand des Erkennens. Wir haben ein Erklären und ja, wie funktioniert das dort unten in diesem Bild? Wir haben wieder die Metaphysik und die Physik, die wir gestern schon angetroffen haben. Und jetzt die Rule of Law. Da habe ich das Bild vor mir jetzt, immer wieder unsere Dualität hier mit diesem Strich, der uns begleiten wird durch all meine Ausführungen. Wenn wir ausgehen vom Sein der Welt, jetzt mache ich ein bisschen weiter auf, über das Recht hinaus und erfasse mal kurz die Welt insgesamt. Und da stellen sich nicht nur bei den Juristen oder Ökonomen Fragen, sondern auch bei Wissenschaftstheoretikern und nicht zuletzt auch bei Naturwissenschaften, Physikern und so weiter. Und diese Welt ist, ja, ist die einfach mal da oder gibt es noch das andere, das bestimmt, was in dieser Welt geht? Beispielsweise historisch natürlich traditionell Gott, eine willkürliche Einheit, etwas außerhalb, der König, je nachdem in Gott-König-Situationen, heute oft in der Denkweise natürlich dann auch der Staat, nicht? Auch wenn man sogar an die Natur denkt, der Staat ist ja daran zu definieren, wie genau die Temperatur auf dieser Welt in 100 Jahren sein soll, nicht? Also das ist ein bisschen diese Optik, dass der Welt eine willkürliche, eine unabhängige Instanz gegenüberstellt. Oder
Als Alternative zu dieser Optik Zufall? Nein, da gibt es gar nichts. Das ist vielleicht chaotisch, laissez-faire wirtschaftlich ausgedrückt. Oder dann jetzt eben, und das ist unser Thema, und das sagen auch die Naturwissenschaftler, oder die Naturwissenschaftler jedenfalls sagen das heute. Nein, es ist weder Willkür, kreationistisch, es ist aber auch nicht Zufall, sondern es ist regelgeleitet. Da treffen wir jetzt diese Regularity, die wir bei Mises gestern kurz gelesen haben, von der er sagt, es gebe sie und bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch beim menschlichen Verhalten, vielleicht aber auch nicht. Also jedenfalls diese Gesetzmäßigkeit. Und ich glaube, das ist das, was hier im Vordergrund steht und was man interessanterweise die Rule of Law nennt in der Naturwissenschaft. Also für mich war das mal so überraschend, diesen Begriff, den ich aus der Verfassungsgeschichte kenne, in einem Buch über Quantenphysik zu lesen. The Rule of Law der Naturwissenschaft. Dann gibt es eben, schon erwähnt, die Rule of Law der sogenannten, in Anführungs- und Schlussstrichen natürlich, Rechtsstaatlichkeit. Da haben wir diese Regelhaftigkeit auf der einen Seite und wir haben auf der anderen Seite jetzt hier bei unserer Dualität unten den Staat. Er sagt bei der Rule of Law, ich handle nicht mehr willkürlich, wie das einmal der Fall war bei absolutistischen Herrschern, sondern ich halte mich an das Recht. Das Recht steht über mir, sagt er nach dieser Rule of Law. Das ist Rechtsstaatlichkeit. Wir wissen natürlich, aber das jetzt nur in Klammern, dass das reine Schönfärberei ist. Das mag zutreffen im Bereich des Privatrechts. Da haben wir Regelhaftigkeiten. Ich komme dann noch darauf, aus welchem Stoff diese sind. Aber da haben wir generell abstrakte Normen. Da haben wir zum Beispiel das Prinzip Gleichheit aller vor dem Gesetz. Und das ist dem Grundsatz nach im Privatrecht. Ja. Im Privatrecht der Fall, beim öffentlichen Recht dagegen, und das ist ja irgendwie die Widersprüchlichkeit bei dieser sogenannten Rule of Law, das kann der Staat ja sagen, ich bin dem Recht unterstellt, wenn er selber das Recht definiert, nicht? Und genau das macht er natürlich in unverschämter Weise, indem er dem Privatrecht sein eigenes Recht gegenüberstellt, also schon mal das Prinzip, alle sind vor dem Gesetz gleich, ganz klar verletzt, indem er zwei verschiedene Rechtsordnungen macht und sich dann das Recht gibt, sich erlaubt, nicht nur Gesetzgebung in dem Sinn zu erlassen, dass er sich selbst privilegiert, sondern auch mit Verfügungen, mit gekauften Richtern und mit seinem Gewaltmonopol gegen die Untertanen vorzugehen. Das ist jetzt ganz salopp mal in einer Klammer kurz erwähnt, ist nicht jetzt das primäre Thema heute, wäre für sich abendfüllend, wie er in eigener Sache beispielsweise Justiz übt. Aber das ist jetzt gar nicht im Vordergrund. Wir sind viel allgemeiner bei Regelhaftigkeit, bei der Norm einerseits und beim Sachverhalt hier unten. Jetzt die Rule of Law des Privatrechts, da sind wir jetzt näher bei diesem Phänomen, dass es wirklich um Allgemeines, um Gesetzmäßiges, um Regelhaftes geht. Wir haben ja hier den Sachverhalt, das haben wir gestern schon getroffen, einfach Diskussionen, Konflikte und so weiter auf der Ebene der Leute, der Menschen in dieser Gesellschaft und andererseits haben wir mit einem unmittelbaren Bezug dazu. Wir haben das gestern bei dieser Argumentationsethik schon angetroffen von Hoppe. Mit diesem Bezug dazu haben wir jetzt diese Quellen sozusagen des Privatrechts. Das sind Regelungen auf Augenhöhe, also Verträge. Dann ist das die historische Entwicklung. Das ganze Privatrecht ist sich historisch entwickelt. Das wurde grundsätzlich nicht obrigkeitlich erlassen, sondern durch Gerichtspraxis entwickelt. Wir haben die gesellschaftlichen Gegebenheiten, die Rechtsordnungen definieren, also eher soziologische
Themen und dann hochinteressant. Wir haben auch irgendwie Verhaltensevolutionen, also soziobiologische Elemente, die ein großes Gewicht haben, meines Erachtens, in der Rechtsordnung. Aber jedenfalls, das sind sozusagen die Quellen, die dann zum eigentlichen Privatrecht, dann vielleicht im mehr handwerklichen Sinn des BGB und so weiter führen. Das ist jedenfalls so quasi das Gegenüber zum Sachverhalt, den wir unten haben, haben wir das Gegenstück in dieser Form dieser privatrechtlichen Rechtsquellen. Und man kann sich jetzt bereits fragen, wenn wir da unten quasi die Physik haben in dieser Dualität, was haben wir denn oben? Ist jetzt das noch Metaphysik, also dieses Andere, das in die Welt hineingreift, oder, wenn man das genauer anschaut, sind ja das, vielleicht auf dem Zeitstrahl durchaus groß verschoben, aber sind das alles Phänomene aus dieser Welt? Also man kann vielleicht auch, wenn man das Bild jetzt so zeichnet, sagen, nein, auch dort oben haben wir nicht mehr Metaphysik, sondern Physik. Und diesen Strich, den ich vorhin gezogen habe, der ist jetzt weg. Alles das ist von dieser Welt. Auch das Sollen, nicht nur das Sein. Das mal eine Überlegung zum Setup insgesamt. Jetzt gehen wir etwas näher ran und treffen jetzt wieder diese zwei Streithähne, die wir gestern schon im Zusammenhang mit Hoppes Ansatz der Argumentationsethik getroffen haben, diese Ethik der Argumentation. Wir haben hier die Physik des Konflikts, das ist handfest, je nachdem. Und das oben jetzt, einfach um mal dieser Frage zu bleiben, was ist jetzt das? Diese Ethik, ist das jetzt Physik oder ist das Metaphysik? Ist das das andere oder ist es das gleiche? Und jedenfalls, es ist etwas, sagt auch Hoppe überzeugend, das vom Konflikt her kommt. Das ist eben nicht, wir kamen gestern darauf zu sprechen, der berühmte Veil of Ignorance, der Schleier des Nichtwissens von John Rawls, der mal einen Diskurs angeregt hat, der eben abstrahieren soll, welche Rolle man da unten spielt, sondern rein im Elfenbeinturm etwas entwickeln soll. Das ist das nicht. Wir haben das Argument, das aus dem Konflikt heraus entsteht. Mit Argument, mit Gegenargument und so weiter. Jetzt das bei Lichte besehen, würde ich sagen, wegen dieses unmittelbaren Bezugs aus der Kollision heraus entsteht das Argument, das Gegenargument. Also da lässt sich das einordnen, gleich wie vorher bei diesen allgemeinen privatrechtlichen Quellen eben als Teil dieser Welt, als Physik der Argumentation sozusagen. Hochkomplex natürlich. Es ist nicht einfach die Kollision, die dann das Argument und das Gegenargument bringt, sondern das sind sehr komplexe Zusammenhänge, aber sie haben eine unmittelbare und letztlich physische Zusammengehörigkeit. Sie werden physisch produziert sozusagen durch diesen Konflikt. Sie sind da gegenseitig aufeinander bezogen. Also wenn wir jetzt diese Konstellation ein bisschen öffnen und uns den Konflikt überlegen, dann stelle ich mir vor, dass da etwas abläuft. Wir unten hier hat es wieder mal gefunkt, diese beiden kommen in Streit, der eine und der andere, bei dem funktioniert etwas, da werden Argumente dann schließlich ausgetauscht, halt, was machst du, nimmst du mir mein Eigentum weg und so weiter, Gegenargumente vielleicht, die wirken auch wieder auf den anderen. Und jetzt, was passiert? Das löst auch Reaktionen bei den Zuschauern und beim Umfeld und bei den eigenen Angehörigen aus. Auch das wieder als natürliches Phänomen. Es bestehen bei den Sekundanten oder bei den Angehörigen und den Verbündeten ebenfalls Argumente und Gegenargumente. Vielleicht führt das dazu, dass das irgend bei einer
Autoritätsperson anlangt und die, was dann die auch immer sagt, ob sie sagt, der hat Recht oder jener hat Recht, jetzt wirklich sehr simplifiziert dargestellt, das landet möglicherweise, nicht sicher, aber doch mit einer gewissen Gesetzmäßigkeit bei einem Ablauf, der dazu drängt, diesen Konflikt aus den Argumentationen heraus zu lösen. Man kann sich jetzt fragen, dieses Ausrufezeichen da, nicht? Der sagt dann etwas, so und so ist es richtig oder so ist es falsch. Das ist jetzt ein bisschen wie oben hinaus, nicht? Den dicken Strich zwischen dem Jenseits und dem Diesseits, den habe ich jetzt ganz oben gezogen. Das dazwischen, diese Striche, das sind so mehr durchgängige Abteilungen zwischen der Physik des Konflikts, der Physik der Argumentation, der Physik der Konfliktlösung. Und oben haben wir jetzt wohl, meine Frage, so etwas wie die Metaphysik einer besseren Welt. Schon von dieser Terminologie her können Sie sich vorstellen, dass ich da eher Nein sagen würde. Also das könnte jetzt so ein natürlicher, jetzt hier simplifizierter, gebe ich gerne zu, Ablauf sein, der ein bisschen schon ahnen lässt, dass es staatliche Regeln für Konfliktlösungen deshalb nicht braucht, weil es ja Regeln gibt. Es gibt natürliche Abläufe, wie beispielsweise den. Und ich kann Ihnen ein Bild sogar zeigen, eines solch natürlichen Ablaufs. Genau so läuft es nämlich ab. Da haben wir, das ist eine Fotografie eines solchen Konflikts, da haben wir unten die Physik des Konflikts, da hat es gefunkt, da haben diese zwei Individuen links und rechts um dieses Futter gestritten, so wird dieses Bild beschrieben. Dann hat das zu Argumenten geführt, beispielsweise oder ähnlich auf der anderen Seite, nicht? Das waren diese Argumente. Und das hat dann dazu geführt, dass dieser Dritte mit Autorität in der Gruppe gekommen ist und das da gesagt hat. Dieser Konflikt hat sich genauso gelöst, wie vorhin dargestellt, von diesen Verwandten von uns. 99% Erbmaterial sind gleich bei diesen wie bei uns. Und jetzt kann sich fragen, ist das da oben aus einer besseren Welt etwas Metaphysisches? Haha, natürlich nicht, nicht, wenn man denen jetzt da zuschaut. Das Bild übrigens, interessant, von einem Primatologen, Franz de Waal, der eben diese Situation auch schildert, und das ist auch sein Thema, dass Primatenverhalten nicht nur ähnlich ist wie bei uns, sondern dass wir auch ähnlich wie bei denen sind. Ja, bleiben wir noch ein bisschen dran, das Beispiel gefällt mir. Ja, danke schön. Wir haben jetzt da wieder diese drei Ebenen. Wir haben unten die Physik des Konflikts, wo es wieder da gefunkt hat, die Physik der Argumentation, wir haben die Physik der Konfliktlösung. Und jetzt ist das, nochmals meine Frage, aus einer besseren Welt, was der jetzt da findet und Einfluss nimmt, ist das Metaphysik? Nein, wir sind uns einig, das ist es nicht. Jetzt entwickeln wir das ein bisschen weiter, nicht? Verhaltensmäßig, und das wird jetzt theatralischer und wird kultivierter und wird organisierter. Und dieser Schiedsrichter da, der kommt jetzt noch pompöser daher. Er will möglicherweise das Besondere, das Metaphysische betonen und sagt, jetzt komme ich da mit Schwert und Feuer. Sie ahnen vielleicht schon, welches Bild da auftaucht. Das kommt bei mir fast in jedem Vortrag vor. Also jedenfalls sind wir da immer noch bei unserem Artgenossen, der da etwas aufdreht und sich da irgendwie mit mehr Autorität ausstatten will. Wir wissen mittlerweile, dieser Spruch mit Schwert und Feuer, der kommt zwar, der tönt zwar nach oben, kommt aber hier von unten, der ist aus dieser Welt und theatralisiert das Ganze bloß. Ja, jetzt kann er noch etwas aufdrehen und sagen, und überhaupt, ich trage auch noch eine Krone. Auch hier, wir sind uns einig, das kommt von unten, dieser Ausspruch, und der ist nicht wirklich da oben, da oben. Und wenn er jetzt noch das etwas feierlicher macht und die Krone noch weiter in den Himmel hebt,
dann wird ihm auch das nicht helfen. Das kommt alles hier von unten aus dieser Welt. Und jetzt kommt er natürlich ganz hervor, nicht? Diese Krone, das hat jetzt nicht mehr gereicht, dass er die trägt. Nein, das gibt da hinten eine ganz große Autorität, die ist irgendwie in einer anderen Welt. Und ich hier unten, ich bin sein Stellvertreter hier auf Erden. Ich bringe das Gute aus dieser anderen Welt hier in eure böse Welt hinunter. Das ist sein Ausspruch. Natürlich, wir lachen über den Schimpansen und sagen, alles das, da ist Fake, das ist eine Illusion, das ist eine Wichtigtuerei. Also, schauen wir jetzt den an, bei dem sind wir gelandet. All diese vielen Schimpansen oder Menschen und wer sich da immer treibt, bilden da diesen Körper. Und jetzt funkt's, wir wissen es in dieser Welt immer wieder und überall dort, wo es funkt, kommen dann diese Schiedsrichter und der eine sagt zum Beispiel plötzlich, der ist besonders theatralisch in seinem Auftritt, der sagt, ich bin da der Stellvertreter dieses eigentlich obersten Richter, den es überhaupt gibt, jenseits der Welt. Interessanterweise, der andere sagt genau das Gleiche auch. Also da muss es schon damit zu tun haben, dass diese Autorität, auf die man sich beruft, eben in den Köpfen dieser Welt entsteht und nicht wirklich dort drüben ist. Also das dort oben, diese Metaphysik, um die kommen wir wahrscheinlich herum. Oder wir können das Bild auch schlicht dort oben abschneiden. Übrigens, das passt noch dazu, der König, den Thomas Hobbes damals vor Augen hatte, dem hat man dann auch den Kopf abgeschnitten. Das war im englischen Bürgerkrieg. Thomas Hobbes war ja von der Monarchistenpartei und hat sein Buch als politisches Pamphlet geschrieben, was nicht heißt, dass es nicht auch interessante Zusammenhänge darin hat. Und seine Partei hat ja dann zumindest zunächst verloren, indem der König dann geköpft wurde. Vielleicht passt das noch zu diesem Bild. Also jedenfalls, uns interessiert allenfalls der Körper. Es mag ja sein, dass diese Gesellschaft so etwas wie eine körperliche Zusammenhängigkeit hat. Dieses Bild ist gar nicht so schlecht. Aber dass da ein Kopf darüber thront, und zwar ein einziger, das trifft dann eben nicht mehr zu. Jedenfalls, das ist diese Ausgangslage oder das ist jetzt der Gegenstand von Physik, von Recht. Da ist die Metaphysik verschwunden und wir wissen jetzt, was wir da unten haben, ist diese Welt mit diesen Leuten, mit Konflikten und wo Konflikte entstehen, mit diesen Ausrufezeichen kommen auch solche Konfliktlösungsabläufe in Gang. Und da mag es dann vielleicht den einen oder anderen geben, der da besonders wichtig tut, aber insgesamt sind das alles Dinge, die in dieser Welt geschehen. Einschließlich die Argumente, dass da Lösungen aus der anderen Welt hineinkommen sollen. Das ist vielleicht in der einen oder anderen Hinsicht nicht ganz auf der Linie von Ludwig von Mises. Wie gesagt, wir sind ja nicht in der von Mises Kirche, sondern im von Mises Institut und können auch seine Gedanken weiterentwickeln. Also ich bin jetzt nicht Mises ketzerisch und werde als Heretiker aus dem Beirat des Mises Instituts wieder verbannt, oder ich hoffe es jedenfalls nicht. Vor allem, wenn ich mich immer wieder gerne auf diesen Satz berufe, der, das mag ja sein, vielleicht nicht der zentrale und typische Satz von Mises ist, aber er ist eben auch von ihm. Und er hat ihn bereits geschrieben in seiner Nationalökonomie, also in der ersten deutschsprachigen Version seines großen Werks, das gar keine große Beachtung gefunden hatte, und dann später in seinem Opus Magnum in Human Action, also in der amerikanischen, in der englischsprachigen Version und überarbeiteten Version. Also an diesem Satz hat er auch sehr viel später noch festgehalten, nämlich, dass man die Gesetze der gesellschaftlichen Kooperation zu erforschen hat, wie der Physiker die Gesetze der Mechanik erforscht. Und wenn man sogar wie die Mechanik, umso mehr kann man sagen, wie andere Primaten sich verhalten, auch wir, auch die menschlichen Primaten, verhalten sich möglicherweise nicht grundsätzlich anders. Das vorauszuschauen, wie das jetzt ganz genau abläuft, das ist wahrscheinlich nicht oder
gar nie möglich. Aber nicht, weil es kategoriell etwas anderes wäre, so meine These, sondern weil es viel zu komplex ist. Es sind Gesetzmäßigkeiten in diesen Abläufen drin, aber sie sind so komplex, dass wir sie selbst nie so präzise erfassen können, wie wir ein physikalisches, chemisches Experiment im Labor nachvollziehbar machen können. Das Ganze funktioniert nicht in Laborsituationen. Ja, das wär's für heute.